Zuseherinnen zu Hause, sehr geehrter Herr Minister, zuallererst möchte ich mich auch im Namen der Grünen Fraktion ganz herzlich bedanken für die umsichtige Präsidentschaft, liebe Frau Präsidentin, der vergangenen 6 Monate. Gerade mit dem wichtigen Schwerpunktthema Perspektiven für Kinder hast du einem besonders wichtigen Thema eine breite Bühne gegeben, denn Kinder sind unsere Zukunft und wir sind dafür verantwortlich, unseren Kindern eine lebenswerte Zukunft zu bereiten. Also Dankeschön nochmal. In diesem Sinne nun zum Thema. In einem Land wie Österreich mit einer so vielfältigen geografischen und klimatischen Gegebenheiten ist natürlich auch die Landwirtschaft vielfältig strukturiert. Die Tiroler Almbetriebe, die Ackerbaubetriebe im Burgenland bis hin zu den Weinbauern im Weinviertel, sie alle haben unterschiedliche Herausforderungen, wie sie eben mit den unterschiedlichen regionalen Gegebenheiten arbeiten. Jetzt ist vom Kollegen Tiefnig mit hervorragender Expertise schon ganz viel ausgeführt worden dazu über die Probleme der Landwirtschaft, der bäuerlichen Familienbetriebe. An dieser Stelle von meiner Seite auch ein herzliches Dank an alle Landwirtinnen und Landwirte, die tagtäglich sich dafür einsetzen, damit wir die besten Lebensmittel zur Verfügung haben, die auf uns schauen und auf unsere Umwelt schauen. Dankeschön. Ich möchte mich allerdings auf eine Herausforderung konzentrieren, die alle landwirtschaftlichen Betriebe gleichermaßen betreffen. Und das sind die Auswirkungen des Klimawandels. Das Landwirtschaftsministerium befragt regelmäßig Landwirtinnen und Landwirte. Österreichs Landwirtschaft wird hauptsächlich fast ausschließlich von Familienbetrieben bewirtschaftet. Es befragt diese Familien zu den Herausforderungen. Und an erster Stelle steht das Thema faire Produktpreise. Und wie drängend und prominent das Thema ist, haben wir eben auch schon vorher gehört. Immerhin sind die landwirtschaftlichen Einkommen 2023 stark gesunken, nämlich um ein reales Minus von über 21%, wie die neuesten Prognosen der Statistik Austria zeigen. Auf einen sehr hohen Anstieg im Jahr 2022 dürfte 2023 eben ein erheblicher Rückgang folgen, heißt es da. Und als einer der wesentlichen Faktoren für diese Entwicklung führen die Statistiker unter anderem auch Preisrückgänge an. Gleich an zweiter Stelle nach dem Thema der fairen Produktpreise stehen bei diesen Befragungen immer wieder oder mittlerweile bereits der Kampf gegen und die Anpassung an die Klimakrise. Und wenn man mit Landwirtinnen und Landwirten persönlich spricht, so versteht man recht schnell, dass viele von ihnen sich der Problematik des Klimawandels und der Auswirkungen wirklich immer mehr bewusst werden. Die Auswirkungen sind in den Realitäten, in den Lebensrealitäten der Landwirtinnen und Landwirte angekommen, sei es jetzt in Form von Trockenheit oder massiv angestiegenen Extremwetterereignissen und den Auswirkungen davon. Dabei müssen wir eines vor Augen halten, die Landwirtschaft spielt hier quasi eine Doppelrolle, wenn es um die Klimakrise geht. Der Agrarsektor trägt einerseits zu einem nicht unerheblichen Teil zur Freisetzung von Treibhausgasen und somit zum menschengemachten Klimawandel bei. Nach Angaben des IPCC wird etwa ein Viertel aller anthropogenen Treibhausgasemissionen weltweit durch Land- und Forstwirtschaft sowie durch Landnutzungsänderungen verursacht. Die Landwirtschaft hat also eine wirklich bedeutende Rolle bei der Abschwächung und Anpassung an den Klimawandel. 90% der nationalen Beiträge zur Erfüllung der Verpflichtungen des Pariser Klimaabkommens, die Anpassungsmaßnahmen vorsehen, weisen den Agrarsektor explizit als wesentlichen Bereich für Klimaschutzmaßnahmen aus. Ja. Andererseits ist der Sektor, wie schon gesagt, von den Auswirkungen des Klimawandels direkt betroffen. Zahlreiche Studien legen nahe, dass die Klimakrise die landwirtschaftliche Produktivität bereits über viele Mechanismen beeinträchtigt, vor allem eben durch wärmere Mittel- und Extremtemperaturen. Verlängerte Niederschlagsereignisse oder veränderte Niederschlagsereignisse, aber auch zum Beispiel durch Parasiten, die jetzt in höheren Lagen vermehrt vorkommen und die Viehwirtschaft da massiv belasten.
Und der Landwirtschaft kommt, wie schon gesagt, eine wesentliche Bedeutung im Kampf gegen die Klimakrise zu, besonders wenn wir den Wert gesunder Böden beachten. Böden sind nicht bloß zur Nahrungsmittelproduktion, für die Nahrungsmittelproduktion essentiell, sondern Böden speichern eben auch CO2, und zwar weltweit mehr als die Atmosphäre und die Biosphäre zusammen. Böden sind ein komplexes, lebendiges System, in dem ständig Wasser, Luft und Leben zirkuliert. Sie sind der größte planetare Wasserfilter und von einer unglaublichen Biodiversität besiedelt. In einem Teelöffel gesunden Boden leben mehr Mikroorganismen als Menschen auf der Welt. Gesunde Böden sind auch untrennbar mit der Gesundheit von Menschen verbunden, denn nur gesunde Böden erzeugen gesunde Lebensmittel. Und neue Studien belegen jetzt tatsächlich, was unsere Großmütter wahrscheinlich schon gewusst haben, nämlich dass die Bodenmikroorganismen positiv auf das menschliche Immunsystem wirken. Der Spruch, Kinder sollen im Dreck spielen, bekommt somit ein bisschen eine neue Dimension, einen neuen Nachdruck. Was tun wir politisch für die bäuerlichen Familienbetriebe? Den GAP hat mein Kollege Tiefnick schon ausführlich erklärt. Die Planung ist bis inklusive 2027 gemacht. Ab 2024 sind 55 Millionen zusätzliche Bundesmittel für die gemeinsame Agrarpolitik vorgesehen. Was wird kurz zusammengefasst damit finanziert? Einerseits Inflationsanpassung um 8% bei dem ÖPUL, bei dem Agrarumweltprogramm. Genau, besondere, also plus Verbesserungen und neue Förderungen für Klima und im Umweltbereich ab 2025, eine Inflationsanpassung auch um 8% bei der Ausgleichszulage, eine Kostenobergrenze bei den Investitionsmaßnahmen zu Tierwohl, Klima- und Wassermanagement, die wurde von 400.000 auf 500.000 erhöht, also die anrechenbaren Investitionskosten. Grundsätzlich werden in der GAP zahlreiche Maßnahmen nicht nur für die Landwirtschaft, sondern auch für den ländlichen Raum finanziert. Das betrifft zum Beispiel Förderungen für LIDA-Regionen oder für Naturschutzprojekte. Und insgesamt gab es in den letzten Jahren auch zahlreiche Förderungen zur Krisenbewältigung, um mit den diversen Krisen, Corona, Energiepreise und so weiter zurechtzukommen. Da gab es die außergewöhnliche Anpassungsbeihilfe für Erzeuger. 9 Millionen EU-Mittel waren das, die in Österreich für Obst, Gemüse und Gartenanbau und geschützten Anbau verwendet wurde. Versorgungssicherheitspaket aus nationalen Mitteln, 110 Millionen Auszahlung war im Dezember 2022. Den Stromkostenzuschuss, der auf zweimal ausgezahlt wird oder wurde. Die pauschale Steuerbegünstigung für Geräte und Fahrzeuge, die unmittelbar in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden, gesamt stehen da 30 Millionen zur Verfügung. Wir alle können auch persönlich in unserem persönlichen Bereich was tun, um Landwirtinnen und Landwirte zu unterstützen. An oberster Stelle steht da, kauft regional. Ja, das ist wirklich das Beste, was wir machen können. Also sorgen wir gemeinsam alle weiter gut für unsere Landwirtinnen und Landwirte. Sie sind unsere große Zukunft für unser Klima und eben für unsere Zukunft. Dankeschön. Simone Jagl von den Grünen aus Niederösterreich war das. Sie ist im Zivilberuf Pädagogin. Und als nächstes am Wort ist der zuständige Landwirtschaftsminister Norbert Trotschnig. Er ist seit voriges Jahr im Mai zuständiger Minister.